drei Worte zu diesem Konzert. Das war richtig mitreißend. Das Publikum ging begeistert mit. Farbenfroh. Überwältigend. Rhythmus. Lachen ist ja immer gut. Was anderes ist auflockert. Ein tolles Erlebnis. In Erinnerung bleiben wird das Klangvolumen. Es scheint auch etwas Einzigartiges und Großartiges zu sein. Sehr abwechslungsreich. Unterscheidet sich von normalen klassischen Stücken. Ins Blut übergehend. Es war fassend, also es hat mich richtig gepackt. Frau Amandi komponiert so lebhaft. Man merkte das einfach. Es hat für gute Stimmung gesorgt. Dass es allen beteiligten Musikern, Zuschauern und dem Dirigenten großen Spaß gemacht hat. Dass die Elisabeth das vermocht hat, diese Musik so zu gestalten, dass sie mich begeistert. Wenn ich wieder mal so ein Konzert sehen kann, schaue ich mir das an. Ich bin normalerweise kein Konzertfan. Aber ich habe einfach dadurch gemerkt, dass man ruhig auch mal offen für was Neues erleben kann. Und wahnsinnig erfüllend. Und einprägsam, das werde ich sicher die nächsten 20 Jahre oder so, oder mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Und Freude, würde ich sagen. Ja, Freude. Und die Leute hätten am liebsten getanzt. Nur in dieser Umgebung hat sich keiner so recht getraut. Wir haben jetzt die Musiker von dem Orchester, den Würzburger Philharmonikern und ihrem Dirigenten Enrico Calesso so auf dich gewirkt. Man merkte, wie sich die Musiker bei dem Ganzen entspannten, wie sie Freude dabei empfanden. Wie dann die Welle über sie gekommen ist. Wo so ein Rhythmus beieinander war. Also gelächelt. Wo alle Musiker nochmal aufgestanden sind, wo wirklich dann Standing Ovation war. Elisabeth Amandi und der Dirigent Calesso waren eine Einheit. Wir haben so ein Spiel gemacht, gemerkt habe ich es durch die Augenblicke, wie der Dirigent seinen Einsatz gegeben hat und alle hochkonzentriert waren. Während des Stückes ist es aber locker geworden. Die anderen Musiker waren auch begeistert von der Komposition. Am meisten Spaß hatten sie auch daran, dass sie dann auf ihren Notenständer oder irgendwo drauf klopfen konnten. Es war richtig so, was machen die jetzt? Boah, das ist ja richtig lustig. Das klingt aber auch gut. Nicht schlecht. Die Schlagzeugergruppe habe ich als konzentrierter empfunden. Die Pauken habe ich ein bisschen gesehen und die waren auch gut drauf, fand ich. Besonders locker habe ich die ersten Geigen empfunden. Also die sind wirklich nicht so da gesessen. Die haben dann so richtig schön so Kopf mitbewegt, immer gelacht. Ja, mit der Bratsche. Für mich ist der Mann rausgestochen, weil der so einen freudigen Eindruck gemacht hat. So was hat er noch nie gemacht. Das macht er gern und das findet er schön. Die Musiker hatten echt Spaß. Von Anfang an bis zum Ende. Die sind auch mal aufgestanden. Dass sie so Spaß hatten, hat auch die Wirkung gehabt, dass das Ganze natürlich wurde und nichts Gestelltes. Einer nach dem anderen fing an zu lächeln. Es ist eigentlich so eine Einheit zwischen Dirigent, Orchester und Frau Amandi entstanden. Deswegen muss ich auch am Schluss mich bei den Orchestermusikern bedanken. Es ging jedem irgendwie ins Herz rein. Das habe ich vorher noch nie in meinem Leben erlebt. Dass die Musiker während des Spiels lächelten, habe ich eigentlich sonst nie erlebt. Was war das Besondere an diesem Konzert für dich? Alles war richtig besonders. Der Empfang, das war wie als ob ich jetzt in ein Theaterstück gehen würde. Also das Besondere an dem Konzert war für mich diese Lebendigkeit. Wir sind da wirklich unten auf den Stühlen gewackelt und hatten schon Angst, dass wir das Konzert stören. Das Lockere. Was musikalisch besonders war, die rhythmische Geschichte. Dass die Geiger und Bratschisten mit dem Stock auf den Notenständer geklopft haben rhythmisch. Also das habe ich so noch nie erlebt. Jedes Stück war in sich spannend. Ein Mix aus Latin und Klassik. Sehr, sehr lustig. Diese Harmonie, die da entstanden ist. War auch ruhig und entspannend. Die Zeit ist verflogen. Ziemlich Latin-lastig durch die Marimba. Dass es eben kein langweiliges Konzert ist. Dass ich bei eigentlich jedem Stück nicht still sitzen konnte. Dass man auch in einem Konzert mal lachen kann. Ich musste die ganze Zeit auf meinen Oberschenkel das mitspielen. Gewisse Lebensfreude ausgestrahlt hat. Der neben mir hat auch gleich mitgemacht und wir hatten richtig, richtig viel Spaß. Wie die Frau Amandi auf die Bühne kam. Dieser strahlende Anblick mit diesem schönen türkisen, glitzernden Kleid. Das war für mich wie so eine Traumerfüllung. Ja. Das haben wir gemerkt. Also es war für mich das gleiche Gefühl, wie ich damals zu Wetten, dass rausging. So dieses Wow. Ich bin in das Konzert gegangen in der üblichen, freudigen Erwartung. Es war so eine Schwingung in dem Raum. Für Kinder war es dann richtig auch peppig. Und rausgegangen ist man richtig erheitert, hochgestimmt.
Gab es irgendwie etwas total Überraschendes für dich bei diesem Konzert? Die Reaktion aller anderen. Man kann es wirklich selber so empfinden, aber ich hatte dann auch mal so ein bisschen links und rechts geschaut und habe dann rechts zwei Mädels gesehen, die da auf einmal das Tanzen angefangen haben. Dass es Spaß macht, dahin zu gehen. Es war für mich insgesamt sehr positiv überraschend, die Vielfalt, dass durch diese Marimba, durch die Schlagzeug da hineingekommen ist. Und die Stücke, die waren ja jetzt auch nicht wie die langweilige so Klassikstücke. Da kommen halt so Lieder wie Coconut Cracker mit. Geigen. Dass dort zwei von mir eigentlich vollkommen anders eingeschätzte Musikrichtungen aufeinander gestoßen sind, die sich so in ein Leben verwandelt haben, vor allem mit dieser Verbindung dieser rhythmischen Klänge. Die Musik lebt und der Rhythmus ist so toll. Dass die Streicher durch deine Instrumentierung die Melodiestimme untermalen. Das Bild, das werde ich nie vergessen, die Bühne. Die Frau Amandi mit ihrer Marimba, ich habe die Musik im Ohr. Wie die an ihren Instrumenten gezupft haben, das war für mich was ganz Neues. Und dann haben die eine Musik gemacht und das hat mich fasziniert. Was nett war, war, dass der Schlägel von der Frau Amandi davon geflogen ist, der Schlägelkopf. Wenn du als Musikerin da auf der Bühne stehst und sowas passiert, Augen zu und durch, sie hat es sehr souverän gemeistert. Die einzige Angst, die ich hatte, war gar nicht, dass ich jetzt nicht weiterspielen kann. Es klingt so ein bisschen blub, blub, aber wo ist er? Ja, wo ist er? Wie ich fertig war, schaute ich dann nach hinten. Ah, da liegt er, Gott sei Dank. Ja, überraschend war das ja eigentlich nicht, weil das Konzert hat Spaß gemacht. Was wird für dich von dieser Uraufführung von Ritmo Vito für immer in Erinnerung bleiben? Das bei einem Stück, Mambo Romba, die Leute sogar aufgestanden sind, was man ja bei so einer Aufführung nicht erwartet. Das erste Bild, wo Frau Elisabeth Amandi auf die Bühne kommt. So strahlend habe ich sie noch nie gesehen. Hat mich einfach fasziniert, weil ich glaube, ich als Musikerin ein bisschen hineinversetzen kann, wie das ist, wenn man sein eigenes Stück uraufführt und was für Anstrengung da dahinter steht, um ein neues Orchester zu finden, das das auch mitträgt. Daher kam diese Ausstrahlung. Es war so farbenfroh. Man kann auch aus klassischer Musik für mich etwas Begeisterndes machen. Helle, bunte Farben, weil es einen so freudig gemacht hat, wie so Glückshormone. Das wird für mich in Erinnerung bleiben. Das hatte ich nie gewusst vorher, dass so Musik so farbenfroh sein kann. Und jetzt musst du ein bisschen nachdenken. Dein Statement zu diesem Konzert? Der Dirigent Enrico Calesso war schon sehr notwendig, weil der hat auch die ganzen Einsätze gegeben. Ich stelle mir das auch richtig anstrengend vor, so dann, wie er den Stab die ganze Zeit aber durchbewegen muss und dann immer im Kopf mitzählen und immer auf die Noten schauen, aber auch alles richtig zu machen. Von Frau Amandi wusste ich, dass sie sehr melodiös komponiert. Da habe ich mich richtig drauf gefreut, Marimba melodiös zu hören und dann auch noch mit einem Orchester. Ich würde einem Orchester empfehlen, die ganze Aufführung selbst zu spielen oder einzelne Stücke daraus, weil es auflockert, unterscheidet sich von normalen klassischen Stücken. Wir konnten uns eigentlich die ganze Heimfahrt schon gar nicht stillhalten, weil das einfach noch so nachgeschwungen hat. Wir haben eigentlich die ganze Busfahrt irgendwie nur so vor uns hingewippt und die anderen haben gedacht, wovon kommen wir denn? Wir wurden sogar gefragt und sagten, wir waren jetzt gerade auf dem Konzert. Und jetzt noch zum Schluss. Ich würde der Elisabeth wünschen, dass es nicht nur eine einmalige Sache war in Würzburg, sondern es gibt so viele Theater, wo das sicherlich aufgeführt werden kann. Wann hat man schon die Möglichkeit, eine Uraufführung zu erleben, wo die Komponistin und die Solistin praktisch eins sind? Von dem Auftritt von der Elisabeth Amandi, das bleibt mir in Erinnerung. Dankeschön. Ich sage danke, dass ich dabei sein durfte. An diesem Konzert hat mich besonders begeistert die Musik mit dem Rhythmus. Man ging heiter aus dem Konzert. Dieses Konzert war für mich wie bei einer Rennsport-Formel-1-Veranstaltung, wenn die Fahne hochgehoben wird. Und diese Geschwindigkeit, in der dieses Konzert mich begeistert hat, hat diesem Formel-1-Rennen entsprochen. Alles super. Dass es mich überlaufen hat, mitgenommen hat auf diese Wahnsinnsreise durch eine ganz neue Musiklandschaft. Und mir gefiel sie auch. Das war eigentlich wirklich das ganz, ganz Besondere dran. Das hat sich gelohnt, wirklich. Also es war nur schön. Ganz lieben Dank.